Also, wunderbar. Frederik hat jetzt natürlich schon einiges zum holotropen Atmen vorweggenommen, aber das macht ja nichts. Gut, also, das sind wir. Weiter. Der Hintergrund ist letztendlich in allen mystischen Traditionen zu finden. Das hat Stan Grof ja sehr gut auch beschrieben in seinen Büchern und sehr gut auch erforscht. Das finden wir unter anderem, also in unserer Kultur, wenn man in der griechisch-römischen Antike guckt, finden wir für diese Initiationsschulen eine entsprechende Basis, sage ich mal, die dann mit der Okkupation durch die ja, christianischen Heere vernichtet worden sind. Aber in Indien oder Nepal findet man das wiederum, diese Traditionen auch, diese Atemtechniken findet man dort auch ganz gezielt, beispielsweise im Yoga oder eben halt im Schamanismus gibt es solche Dinge ja auch. Ich habe mit einem Feuerschamanen da eine Pilgerwanderung zusammen gemacht und einen Berg hoch. Und ja, da haben wir mit solchen Sachen zum Beispiel dann im Kontext von Feuer und Hitze auch gearbeitet. Wer das auch ein bisschen in unsere Kultur wieder eingebracht hat, ist Mesmer. Der ist ja auch hier am Bodensee geboren worden und hinterher hier gestorben. Und der hat diese Phänomene von Energie, Katharsis, Abreaktion und so weiter, hat er also ein Stück weit auch auf seine Weise wiederentdeckt. Okay. Ja, die Erfahrungsdimension dahinter finden wir dann natürlich auch in der christlichen Mystik. Hildegard von Bingen zum Beispiel oder Franz von Assisi. Die Geschichte der Mystiker ist da ja sehr breit aufgestellt. Und da finden wir auch alle Qualitäten, die Stan auch beschrieben hat. Wie zum Beispiel bei Johannes von Kreuz, die dunkle Nacht der Seele. Also das ist dieses Thema der spirituellen Krise ist da auch schon mit enthalten. Oder eben halt diese Aufstiegsvisionen und so weiter. Da ist also in dieser Traditionsgeschichte des Christentums oder überhaupt in der ganzen Mystik aller Religionen schon sehr viel enthalten. Ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum die Mystik in den großen Religionen deswegen nicht so gerne gesehen ist. Weil die Aussage meistens die ist, du darfst also nicht direkt nach oben gehen, sondern du musst immer über uns gehen. Ja? Und die Mystiker haben eigentlich immer gesagt, du kannst direkt den Kontakt in dir mit dem großen Ganzen herstellen. Okay. In der Schweiz gibt es ja auch so einen Platz. Ich weiß nicht, wer das kennt. Monte Verita, schon mal gehört? Wir kennen gar nicht viele, witzigerweise. Aber das ist eigentlich die Basis der ganzen Hippie-Bewegung gewesen. Kommt aus Ascona. Witzig, ne? Also Monte Verita, der Berg der Wahrheit, das ist eine Kommune gewesen, eben in Ascona. Die hatten ursprünglich dieses Gebäude gekauft und die haben dort Anfang des letzten Jahrhunderts Tanztheater, im Grunde schon ganz frühe experimentelle Therapie gemacht. Dann Körperarbeit, ganz viel Körperarbeit, auch sehr viel mit Nacktheit. Also die haben da quasi nackt gelebt, haben keine Tiere gegessen, waren sehr spirituell angehaucht. In dieser Gruppe hat Hermann Hesse auch kurzfristig gelebt. Ja, da ist eigentlich im Grunde so ein Aufbruch gewesen, wo die versucht haben, ein anderes Lebensmodell herzustellen. Und die Hippies in den 60ern haben sich an denen orientiert später. Ja. Genau, ja. Das ist ja auch so diese Phase, wo dann diese ganze Gegenbewegung oder Gegenkultur entstanden ist und eben halt Albert Hofmann dann das LSD ja, entwickelt hat. Also hat er vorher schon entwickelt, aber da ist es dann eben in den breiten Markt gegangen. Und diese psychedelische Bewegung ist dann entstanden, gerade auch im Rahmen von der ganzen Subkultur der Musik und der Anti-Vietnam-Bewegung. Und ich glaube persönlich, ist eine persönliche Einschätzung von mir, aber ich glaube, Friede sieht das nicht viel anders, dass das Verbot von Nixon gerade deswegen gekommen ist und der Kampf gegen die Drogen gerade deswegen gekommen ist, weil man befürchtet hat, das läuft sonst aus dem Ruder. Also Leary und andere, die haben das ja schon in einem großen Stil in die breite Masse hineingepumpt, hätte ich beinahe gesagt, und zur Verfügung gestellt, was natürlich auch nicht in jedem Fall gut war. Aber es hat einfach enorme Veränderungsbewegungen ausgelöst. Wenn man mit Leuten spricht, die dann damals in San Francisco und so da vor Ort gelebt haben und dabei waren, ja, das waren einfach gravierende Umwälzungsprozesse, die natürlich auch mit diesem puritanischen Uramerika, was da so herrschte, das ging nicht konform. Ja. Und das wollte man vor allen Dingen unterbinden, denke ich. Und man wollte vor allen Dingen gucken, dass die Leute da,
ja, wieder auf Kurs kommen, in Anführungsstrichen, und wieder bereit sind, sinnloses Zeug zu kaufen und vor allen Dingen sich auch verheizen zu lassen als Kanonenfutter. Ja. Genau. Das hat sich ein Stück weit natürlich erhalten in dieser ganzen Techno-Goa- und Trance-Bewegung. Da gibt es ja auch sehr viele so psychedelische Events. Ja, war nie so meine Musikrichtung früher, konnte ich nicht so ganz viel mit anfangen. Aber man muss das auf jeden Fall würdigen. Und ich denke, was klar ist, die Leute sind dort also natürlich, wenn die stundenlang zu einem bestimmten Rhythmus tanzen, selbst wenn sie es ohne Substanzen machen, alleine das flackernde Licht, die Bässe, all das erzeugt natürlich auch schon einen starken veränderten Bewusstseinszustand potenziell. Ungünstig ist, wenn in solchen Settings natürlich dann Sachen konsumiert werden und man dann hinterher das nicht mehr halten kann und wird dann überflutet mit allen möglichen Eindrücken und Erfahrungen und ist dann womöglich noch alleine da oder diese Substanzen waren dann noch gestreckt und so weiter. Das ist natürlich alles sehr, sehr ungünstig. Aber das Problem ist auch, dass die jungen Menschen heutzutage natürlich, nicht heutzutage, alle jungen Menschen suchen ja solche Erfahrungen ganz gezielt. Und da wir keine vernünftigen Settings haben, kommen ja dann gerade Erfahrungen in solchen ungünstigen Settings mit ungünstigen Substanzen auch zustande. Ja, das ist ein Riesenthema. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, also, dass der archaische Mensch, der war eben im Grunde mit der Welt verbunden, das Selbst war durchlässig und der moderne Mensch hat sich eben davon abgetrennt. Und diese Abtrennung ist eigentlich das große Thema auch von vielen Menschen in der Moderne, dass sie sich isoliert fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie sind irgendwie total vereinzelt und kannst weitermachen. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir alle uns irgendwie um uns selber drehen. Und das ist eben das, was in der griechischen Antike dann auch beschrieben wurde im Mythos, wo man dann eben den Absturz erleidet, weil man zu hoch fliegt oder man ertrinkt dann im See, weil man sich selber liebt und so weiter. Ja, ja. Und wir leben natürlich alle in einer Kultur, das hatte ich jetzt bei dem Vortrag in Zürich auch schon drin, ein paar Sachen, wo wir alle auf einer gewissen Ebene in einer kulturellen Trance uns befinden. Charles Tart nannte das Konsensus-Trance. Also das ist die Trance, die alle als die Wahrheit oder die Normalität beschrieben haben, wo die Gemeinschaft sagt, ja, das ist normal. Und was hier normal ist, das kann hinter der Grenze schon völlig anormal oder unnormal sein. Deswegen ist immer die Frage, was Gesundheit ist, ist auch eine Definitionsfrage. Ne? Und das ist letztendlich auch ein Weg hier, würde ich mal so sagen, diese Programmierungen, die daraus entstehen, ein Stück weit auch einfach nur mal zur Disposition zu stellen. Ich will ja nicht sagen, dass die falsch sind. Ich will nur sagen, dass sie vielleicht mich in einer Weise begrenzen, wie es für mein Potenzial möglicherweise nicht unbedingt von Vorteil ist. Ja. Und aus diesen kulturellen Begrenzungen heraus gibt es natürlich allerhand Tabus. Dazu gehört natürlich die Sexualität, auch wenn wir überall nacktes Fleisch sehen in Fernsehen und Medien, trotzdem ist es ein Tabu. Und natürlich, was sich daran anschließt, im Idealfall ist dann die Geburt oder die Schwangerschaft und der Geburtsprozess als solcher ist auch nach wie vor ein Tabu. Ich habe auch mit diversen Hebammen gearbeitet, habe die auch in Hypnose ausgebildet und so und davon habe auch mal mehrere Jahre mit einer zusammen gewohnt. Deswegen habe ich da so ein paar Einblicke bekommen, was da so los ist. Und das ist ja auch haarsträubend. Ja? Also auch wie den Frauen Angst gemacht wird im Vorfeld und dass sie sich nicht auf ihre eigene innere Weisheit vertrauen können und so weiter. Und natürlich der Tod. Also ich habe jetzt mitbekommen, wie meine Großmutter gestorben ist. Und das muss ich sagen, das Sterben ist einfach so viel grausamer geworden als früher, wenn man auch keine vernünftige, keine Begleitung hat. Und ich denke, das sind alles große Tabus in unserer Kultur. Und da hat Stan ja auch viel drüber geschrieben. Mystische Erfahrung hatte ich schon. Aggression ist auch ein Riesenthema. Ich glaube, ist auch ein kulturelles Thema in der Schweiz, also Aggression auszudrücken, adäquat, situativ. Ja, und natürlich Burnout, Depression etc., das sind auch, denke ich, Tabus, die wir haben in unserer Kultur, weil das hat man nicht. Man hat zu funktionieren. Ja. Und halt eben, wie gesagt, psychoaktive Substanzen. Aber das habe ich ja gerade schon gesagt. Letztendlich hat Freud das auch schon ganz gut erkannt. Er sprach vom Lust-Unlust-Prinzip. Das ist also ein perinatales, duales Bewertungssystem, wo man schon im Bauch quasi entscheidet zwischen finde ich gut oder finde ich nicht gut. Möchte ich haben oder möchte ich nicht haben. Und das ist letztendlich auch eine ich-bezogene Bedeutungszuweisung, die das Leben im Grunde lang weitergeht und die wir vielleicht auch ein Stück weit überwinden können oder dürfen an bestimmten Punkten. Weil die kann eben sehr hinderlich sein.
wie der große Philosoph George W. Bush sagte, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja, also das ist so ein Schwarz-Weiß-Schemata. Ja, also gut, böse. So, und ja, bei der Arbeit hier würde ich sagen, geht es auch ein Stück weit darum, das durchlässiger zu machen. Und das Atmen baut unter anderem auf diesen Leuten hier auf. Das sind jetzt nicht alle, aber ich habe einfach mal so ein paar rausgegriffen. Freud ist klar, denke ich. Groß habe ich mal mit reingenommen, Otto Groß, weil das war der Psychoanalytiker, der in dieser Community in Ascona gelebt hat. Hatte dann selber aber auch ein Drogenproblem und ist dann frühzeitig aus dem Leben ausgeschieden. Er war aber jung in der Analyse und ja, aber ist eben auch eine Person, die eben sehr stark auch in diesem andersweltlichen Zuhause war, denke ich. Deswegen finde ich ihn wichtig. Dann haben wir natürlich Otto Rank. Das war so der Erste, der sich mit diesem Thema der Geburt auch beschäftigt hat, wo Stan auch immer wieder drauf sich bezogen hat. Natürlich Wilhelm Reich, der die Körperpsychotherapie begründet hat und die ersten Sexualberatungsstellen in Deutschland und der auch sehr viel mit Energie geforscht hat. Ja, und eben gesagt hat, okay, das Unterbewusstsein sitzt im Körper. Das heißt also, wenn wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten wollen, müssen wir über den Körper gehen. Das haben viele in der Hypnose bis heute nicht verstanden, weil sie immer nur hier übers Mind gehen. Pearls, ja, Fritz Pearls, der Begründer der Gestalttherapie, hat, denke ich, auch großen Einfluss auf Stan gehabt. Dann Moreno natürlich und Maslow. Mit Maslow zusammen hat er die Transpersonale und mit einigen anderen begründet. Und am Schluss ist Stan eben selber nochmal zu sehen. Komme ich gleich nochmal zu. Okay? Hier sieht man ihn mit Fritz Pearls, da ist er mit Albert Hoffmann. Hier ist er mit seiner Frau und dem Dalai Lama zu sehen. Hier unten mit Timothy Leary und mit Lilly, John C. Lilly, der Delfinforscher. Da hinten ist er bei den Morenos und rechts oben mit Ramdas und Jack Kornfield. Ja. Genau. Mhm. Also die transpersonale Idee wollte ich nochmal hier mit einbringen. Letztendlich war die ursprüngliche Pyramide, die Maslow entwickelt hat. Wer das nochmal alles ein bisschen nachlesen will, auf der Homepage bei mir steht da auch viel zu drauf. Könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr möchtet. Da ist der Gipfel ja ursprünglich gewesen, diese Selbstverwirklichung. Also ich verwirkliche mein Sein mit dem vollen Potenzial in der Welt. Und gegen Ende seines Lebens hat er dann gemerkt, auch mit dem Kontakt zu Viktor Frankl, dass da noch was drüber ist. Frankl hat nämlich gesagt, im Lager hatten wir das hier unten alles nicht mehr. Und es gab trotzdem noch Leute, es gab einen großen Unterschied zwischen denen, die das hier oben hatten und gestorben oder ins Gas oder sonst wo hingegangen sind zur Erschießung und denen, die das nicht hatten. Und das hat Maslow anerkannt und hat das dann auch erweitert. Und er hat auch selber gemerkt, dass die humanistische Psychologie zu kurz springt und bei existenziellen Fragestellungen einfach nicht genügend greift. Okay? Und letztendlich ist es so, dass er dann gesagt hat, okay, also wenn wir das hier, Leute, die das hier gerade auch, diese Selbstverwirklichung leben, die haben, hat er festgestellt in seinen Studien, auch massenhaft mystische Erfahrungen. Die können, wie gesagt, auch kommen, wenn das alles nicht da ist, aber das ist eben eine seiner Erkenntnisse. Und das wirkt sich natürlich wiederum zurück auf das Ganze, also auch auf die Gesellschaft und mein Umfeld. Im Idealfall, ja, wenn das nicht so eine Blase bleibt. Okay. Noch einmal zum veränderten Bewusstsein vielleicht so einen Überblick. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Zustände, die da auch beschrieben werden. Zum Beispiel Tagträume gehören da auch zu oder eben Nahtoderfahrungen ist auch so ein Begriff. Kennt vielleicht der eine oder andere. Dann natürlich können das Zustände sein, die durch ganz, ganz profane Dinge entstehen, wie zum Beispiel Stricken. Es gibt eine Studie mit alten Frauen, die stricken. Und man stellt fest, die haben massenhaft mystische Erfahrungen. Ja, durch Stricken. Ja, das andere sind natürlich so die klassischen Sachen wie Sport. Es gibt sehr viele Untersuchungen zu Sportlern, die mystische Erfahrungen, Gipfelerlebnisse haben beim Sport. Ja, oder eben in der Natur. Dann natürlich Tanzen, Sexualität ja, oder eben diese asketischen Geschichten wie Fasten und so weiter. Das kann alles in veränderte Bewusstseinszustände führen. Dann natürlich auf der psychischen Ebene durch Klang, durch Reizdeprivation, durch Stille, Kunst natürlich auch oder eben Reizüberflutung. Also es kann das einmal Deprivation sein, das macht man dann eher, wenn man wirklich in so eine, wie zum Beispiel eine Dunkelmeditation, wo man komplett abgeschlossen ist oder eben, was wir jetzt haben, ist eher eine Reizüberflutung im Sinne von, es ist laut,
ich sage Leuten immer, wie ist das da? Da sage ich immer, von der Geräuschkulisse ist das meistens wie so eine Mischung aus Irrenhaus und Bordell. Und dann sagen die meisten, ah, ist gut. Hört sich gut an. Ja. So irgendwie, ja. Also das ist eher was Überflutendes. Und natürlich aber auch durch Krankheiten oder Unfälle, Gehirnverletzungen und natürlich pharmakologisch, aber das hatten wir ja schon. Ja. Mhm. Genau, da gibt es einiges an Literatur zu. So Basics halt vom Stan, kann man sich mal hier und da vielleicht ein paar Sachen reinziehen. Das ist von Winkelmann, das Schamanismusbuch. Oder Huxley hat auch ganz viel geschrieben, dann in so einer literarischen Form über diese veränderten Bewusstseinszustände. Mhm. Wilber hat das auch nochmal aufgegriffen in einer, wie soll ich sagen, auch teilweise in der Konfrontation zu Stan so ein bisschen. Also die waren so ein bisschen über so einen gewissen Zeitraum irgendwie sich da so ein bisschen im Clinch, weil Wilber hat halt die Sachen, hat halt die klinischen Erfahrungen überhaupt nicht mit einbezogen in seine Theorie. Ich denke, das hat Stan zu Recht kritisiert. Was er eben aufgezeigt hat, ist, dass, also er hat eine Hierarchiestufe für Therapieverfahren erstellt und hat gesagt, jedes Verfahren hat seine Berechtigung, greift auf einer bestimmten Ebene. Und die transpersonalen, diese Verfahren, die fangen eben an, diese Trennung zum Beispiel zwischen dem Ich und dem Körper aufzuheben oder durchlässig zu machen. Das heißt, wir mit diesen transpersonalen Methoden kommen wir in einen Bereich hinein, wo wir diese Gespaltenheit zwischen mir und der Welt, die ich vorher beschrieben habe, oder mir und ich und mein Körper und so weiter, oder ich und der andere, wo das durchlässiger wird. Ja, Stan sprach dann in diesem Zusammenhang von holotropen Bewusstsein, also das Bewusstsein, was eben über diese Ich-Grenze hinausgeht, ja, und vom hylotropen Bewusstsein, das eben das alltägliche Bewusstsein ist. Also wo wir uns, kann man jetzt nicht sehen, hylotrop, also das, wo wir uns im Alltag quasi drin bewegen und wo wir uns im Alltag drin navigieren. Leute, die bestimmte Substanzen genommen hatten in den 60er Jahren, die haben das dann teilweise verwechselt. Die meinten dann auf der Autobahn jetzt mit ihrem Blick die Autos anhalten zu können, was dann häufig nicht ganz gut ausgegangen ist. Oder dann ist man vom Balkon gesprungen oder vom Hausdach, weil man meinte, man kann fliegen. Also im holotropen Zustand ist das ja auch so, nur in der hylotropen Realität war das dann leider nicht so. Ja. Und da finden, denke ich, öfter mal Verwechslungen statt. Also das ist einfach wichtig, das auseinanderzuhalten, auch nach dem Seminar. Ja, wenn ich dann wieder in den Straßenverkehr gehe, deswegen habe ich immer vorgeschlagen, dass die Leute am besten hier auch irgendwie übernachten, weil ich das nicht so günstig finde, dass man direkt nach zwei so Sessions dann ins Auto steigt um 23 Uhr. So, ja. Aber wenn es nicht anders geht, dann einfach vorsichtig und bewusst fahren, okay, ich bin jetzt wieder hier im hylotropen Zustand. Die Beobachtungen im Rahmen von Selbsterfahrungstherapien machen deutlich, dass jeder psychotherapeutische Ansatz, der sich auf verbalen Austausch beschränkt, von begrenztem Wert ist und nicht wirklich zum Kern der Probleme vordringen kann. Ja. Damit ist, glaube ich, viel gesagt. Weil die körperbasierten Verfahren sind also schon seit langem da. Ich erinnere mich an den Kongress, den Gunter Schmidt gemacht hat in Heidelberg und der Bohne und so. Reden alleine oder warum reden alleine nicht reicht. Und der war innerhalb von kurzer Zeit ausgebucht, also für Therapeuten, Fachkongress. Und daran merkte man eigentlich schon, wie der Bedarf da ist. Und das muss man sich mal überlegen, also 100 Jahre nach Reich guckt man sich hinter Videos an und fragt sich, sag mal, also da entdeckt die Psychotherapie auf einmal, oh, am Mensch, da hängt ein Körper unten dran. Ja, also das ist irgendwie irre, wie man das so dissoziieren konnte jetzt 100 Jahre lang. Ist mir, also haben ja nicht alle, aber der Mainstream schon, das finde ich schon echt beachtlich. Gut, also die Wirkungsebenen, die wir haben, sind natürlich auf denen unserer klassischen Sinne und halt körperlich oder energetisch. Das heißt, da kann eben auf der körperlichen Ebene einiges abgehen oder ich sehe was oder ich rieche was oder ich, ja, vielleicht schmecke ich was, was vielleicht jetzt gerade also auf der Hylotropen-Ebene nicht vorhanden ist. Dann können biografische Dinge aufkommen, also aus meiner Biografie heraus, was auch wirklich tatsächlich stattgefunden hat. Aber es gibt auch ein sogenanntes False Memory Syndrome. Das gibt es in der Hypnose auch. Da muss man sehr aufpassen. Also man kann nicht immer alles eins zu eins aus dem Holo in den hylotropen Zustand übersetzen. Das führt nämlich zu einem Phänomen, was ich mal emotionaler therapeutischer Missbrauch genannt habe. Habe ich massenhaft in meiner Praxis gehabt, bei Leuten, die woanders zum Teil waren, wo der Therapeut oder die Therapeutin dann gesagt hat, das war so. Du hast das jetzt gesehen, das war so. Das und das ist dir passiert. Und damit wurden schon ganze Familien auseinandergerissen. Also es gibt ein Buch von Japko, Fehldiagnose sexueller Missbrauch. Da geht es auch um dieses Thema.
Und wenn Therapeuten bestimmte Themen selber nicht durchgearbeitet haben, dann sehen sie genau das immer im Klienten. Das ist ganz gefährlich. Dann transgenerativ, das hat Frieda auch öfter schon angesprochen hier. Das heißt, das geht von einer Generation an die nächste weiter, wie bei so einem Staffellauf. In der Bibel stand 7 Generationen. Bis vor kurzem war das eigentlich noch alles so esoterischer Blödsinn. Die Schamanen haben das ja auch alle immer schon gesagt. Das ist aber jetzt letztendlich mit dieser zunehmenden epigenetischen Forschung mehr und mehr bestätigt worden. Und ich kann fast auch bei mir sagen, wenn ich tief genug buddel bei den Leuten, komme ich immer, wenn es jetzt Deutsche sind oder Europäer, meistens immer auf das Thema Zweiter, Erster Weltkrieg und darüber hinaus. Und das ist einfach in uns drin, in den Zellen, Bruce Lipton etc., ne, ja, abgespeichert. Also das kann sein, dass solche Sachen auch hochkommen, wo man meint, da hat man gar nichts mit zu tun. Kollektiv, das kann natürlich auch dann weitergehen, das ist dann ja auch transpersonal, also über mich hinaus, also aus dem kollektiven Bewusstsein. Ja, das kann natürlich auch sein, also sprich bis hin zu einem universalen Bewusstsein, dass man auf einmal irgendwie meint, man wäre alles. Ja, das wäre eher sowas wie eine mystische Erfahrung. Oder eben eine Identifikation erlebt mit Tieren, Pflanzen, Steinen, wie auch immer. So. Es können natürlich Prozesse, also Phänomene aus dem Geburtsprozess auftreten. Ich würde es aber nicht nur darauf reduzieren wollen. Bei anderen Atemtechniken wird das ja auch gemacht. Da wird dann gesagt, per se, was kommt, ist alles Geburtsprozess. Das ist zu kurz gesprungen. Das kann man so nicht verallgemeinern. Und ja, es können auch Sterbensprozesse passieren. Also Tod und Wiedergeburt in dem Sinne. Ich habe damals mit Suizidalen gearbeitet, auch in der Suizidprävention am Anfang meiner Karriere. Das war so 2002. Und ja, da habe ich häufig das Gefühl gehabt, auch was Dan mir dann auch später mal bestätigt hat, dass die Menschen, die meinen, also sie müssten sich jetzt entleiben oder sich das Leben nehmen, dass da eine Verwechslung vorliegt. Also da ist eine Überidentifikation mit dem Leib und ja, eigentlich will da was anderes sterben auf einer psychisch-metaphysischen Ebene und dann nehmen sie sich das Leben, also das physische Leben, weil sie eben damit identifiziert sind. Aber es ist eine Verwechslung. Also die Wirkungsweise oder Wirkungshypothesen, die sind nicht abschließend untersucht in Bezug auf das holotrope Atmen. Es gibt halt eben verschiedene Thesen dazu, aber nichts Definitives. Natürlich kann man sich auch mal in dem Bereich Hyperventilation schlau machen, aber da findet man häufig dann eben nur eine klinische Definition, wo das eben sehr einseitig bewertet wird. Also was man sagen kann, ist, dass es zu einer vermehrten Abatmung des im Körper entstandenen Kohlendioxids kommt und somit zu einer Verschiebung des Gleichgewichts zwischen eben Kohlensäure und Calcium, was wiederum zu dem bekannten Kribbeln führt rund um den Mund. Und eben auch zu Krämpfen, vor allen Dingen halt zu der sogenannten Pfötchenstellung oder Fachbegriff Tetanie. Wir haben die interessante Erfahrung aber gemacht, dass das nicht nur eine physiologische Thematik ist, sondern auch eine psychologische. Das heißt, dass Menschen, die bestimmte Themen durchgearbeitet haben, auf einmal nicht mehr in diesen Tetanie-Schmerz oder in diese Verkrampfung hineinkommen. Deswegen haben wir also die These darauf aufgestellt, dass es eben auch mit eben psychischen Themen, seelischen Themen zusammenhängt und dass es da eine Verbindung gibt. Ja, dann verschiebt sich eben der Säure-Basen-Haushalt in Richtung basisch und der pH-Wert des Blutes steigt. Ja, das kann also auch eine wichtige Rolle spielen, denke ich. Wir haben interessanterweise kaum mehr Aufnahme von Sauerstoff im Körper. Ja, also das wird ja mal gedacht, dadurch, dass man jetzt verstärkt atmet, tiefer atmet, schneller atmet als normal oder verbunden atmet, dass es jetzt eben zu mehr Sauerstoffaufnahme kommen würde. Das ist nicht so, weil der Sauerstoffgehalt des Körpers an sich schon durch die normale Atmung weitestgehend gedeckt wird. So, nichtsdestotrotz ist aber der Atem ein wesentlicher Faktor für die Steuerung von unserem Bewusstsein oder auch von Heilungsprozessen oder auch eben von Körperprozessen oder Körperwahrnehmung. Das ist mir selber ganz deutlich geworden, als wir zum Beispiel in Nepal ein Ritual gemacht haben oder ich habe ein Ritual mitgemacht, wo es um kochendes Wasser ging, mit dem man da überschüttet wurde. Und das ging also, ja, ging relativ gut, ja, also über einen Trancezustand in Kombination mit dem Atem. Ähnliches macht ja der Wim Hof auch. Der setzt sich ja eben in der Regel starken Kälteprozessen aus,
und steuert das auch über die Atmung und zeigt ja auch sehr deutlich, wie gut wir das Immunsystem eben über die Atmung aktivieren können. Da habe ich auch so für mich so ein paar Parallelen, als er da letztens drüber sprach, wie er zum Beispiel einen Fuß, der starke, massivste Erfrierungen hatte, wo ihm sein Arzt gesagt hat, dass der amputiert werden müsste, wie er den quasi wieder lebendig bekommen hat und wieder gesund bekommen hat. Der sieht jetzt ja ganz normal bei ihm aus. Da musste ich auch so dann an die Magnetfeldtherapie denken, die dann ja wiederum auch die Energie quasi und die ganze Mikrozirkulation lenkt und aktiviert. Ja, und da gibt es mit Sicherheit auch eine Parallele zum Atem. Und da findet man auch wiederum eine Parallele zum Mesmer, also auch zur Hypnose oder zur nonverbalen energetischen Hypnose. Ja, gut, dann haben wir eine Reduzierung der Großhirndurchblutung, wobei das limbische System oder die älteren Gehirnteile davon weniger betroffen sind. Das hat der Passi untersucht. Da ging es zwar um Atmung und Sexualität, kann man aber mitunter auch auf solotrope Atmen übertragen. Ja, also als These jetzt mal. Ja, das würde zumindest erklären, wieso dann Erfahrungen auf einmal hochkommen, ja, zu denen man sonst keinen Zugang hatte, oder ja, dass die auf einmal ganz lebendig da sind und wir können dann mit denen arbeiten. Das ist also mit Sicherheit eine ganz gute Erklärung dafür, weil eben das Großhirn oder der Präfrontalkortex nicht mehr so aktiv ist, beziehungsweise nicht mehr so stark die Sperre am Zuhalten ist, hätte ich beinahe gesagt, nicht mehr so am Bewerten ist. Und ja, diese Erfahrungen werden dann eben zugänglicher. So. Ist sicherlich auch ein Vorteil von der ganzen Therapie, die dann eben stark über den Körper geht. So, und dann wird der thalamische Filter im Grunde verändert, das heißt geöffnet, das wird auch das Tor zum Bewusstsein genannt. Das erklärt auch wiederum, warum Inhalte hochkommen können, ähnlich wie bei der Hypnose, die dann vorher unbewusst waren. Es gibt noch die DMT-Hypothese von Calloway und anderen, die hat der David Nichols aber widerlegt bei der Breaking Convention in England. Oder er sieht das anders, da gibt es so diese These und diese Antithese dazu. Strassman hat das ja auch stark in den Vordergrund gestellt. Ja, ich denke, das ist auch noch nicht abschließend geklärt. Da braucht es mit Sicherheit auch einiges noch zu an Forschung. Genau. So. Also was Groff eben dann in seiner Arbeit in den Vordergrund gestellt hat oder ganz stark eben erkannt hat, gerade im Bereich der LSD-Forschung, ist, dass dort auch Phasen oder Erlebnisse rund um den Geburtsprozess reinitiiert werden. Also die werden quasi wie wiederholt, ja, nochmal neu durchlebt. Potenziell und können möglicherweise auf diese Art und Weise abgeschlossen werden. Er hat eben halt für sich auch ähnlich wie Otto Rank schon vorher eben herausgefunden über diese LSD-Arbeit, dass in diesen stark veränderten Bewusstseinszuständen Dinge, die im Geburtsprozess nicht gut gelaufen sind oder vorher schon im Mutterbauch nicht gut gelaufen sind, obwohl er den Fokus mehr auf den Geburtsprozess als solches legt und die Zeit danach. Aber die Zeit davor, das wissen wir ja heute auch aus der ganzen Pränatalpsychologie, dass das lebensprägende Erfahrungen sind, auf die das Leben dann letztendlich aufbaut. Ja, und da streitet sich ja auch ein Stück weit die transpersonale Psychologie mit der Neurowissenschaft, würde ich sagen, weil die Neurowissenschaft dann zum Teil eben auch sagt, nein, da ist noch kein Gehirn da, da ist die Erfahrungen können gar nicht abgespeichert werden. Und das kann man vielleicht über Zellbewusstsein auch erklären, dass Menschen dann auf einmal in Atemprozessen Dinge wieder erinnern können. Und wenn sie das hinterher mit dem Arzt, dem Krankenhaus oder der Mutter oder der Hebamme oder dem Vater, wenn er dabei war, nochmal besprechen oder abklären können, kommt häufig dabei raus, dass es dann eben auch so gewesen ist. Ja, und das ist eben sehr, sehr bemerkenswert. Ja, also die Frage ist eben, wie kommen wir in die Welt und kommen wir gut in die Welt oder erleben wir die Welt eher wie Herkules in der Kinderwiege, wo wir von Schlangen bedroht werden und dass dieses in die Welt kommen
eine prägende Auswirkung hat dafür, wie wir dann die Welt wahrnehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen in der Welt und die Kindheit auch wahrnehmen. Ich denke, das ist heute jedem klar. Also das hat der Robert Skaer, der ein Experte für körperbasierte Traumatherapie ist oder somatische Traumatherapie ist, auch beschrieben. Nach seiner Auffassung können Traumata entstehen, sobald die prozedurale Erinnerungen verarbeitenden Gehirnbereiche beim Fötus funktionsfähig sind und bis zum Tod des betreffenden Menschen, es sei denn, man hält frühere Leben für eine Realität. Ein Trauma kann so dramatisch wie Folter oder so subtil wie die Schattierung der Mutter-Kind-Bindung sein. Diese Beispiele spiegeln so gut wie sicher, dass durch ein frühes Trauma ein bestimmtes Gen aktiviert wurde. Traumata spielen als Verursacher oder Auslöser bei den meisten, wenn nicht sogar bei allen psychischen Störungen eine Rolle. Ja, das ist natürlich eine harte Aussage für viele Psychologen und Psychotherapeuten, die dann gerne vor allen Dingen am Symptom arbeiten und oder sich dort abarbeiten. Das kann man ja sehr lange machen, kann man freilich auch viel Geld mit verdienen. Gut, was Dengroff eben dann auch erkannt hat oder herausgeprägt hat, würde ich mal so sagen, ist das auch, was wir heute ein Stück weit die Epigenetik nennen, also dass es eine Verbindung gibt zwischen den Erfahrungen unserer Vorfahren und unseren Erfahrungen oder Erlebnisqualitäten heute, also sprich der Ahnen, der Großvater, der im Krieg war, oder die Mutter, die vielleicht irgendwie in der Krise war, als sie schwanger war. Ja, und dann natürlich unsere eigenen Erfahrungen, die sind natürlich auch wichtig. Und er erkannte, dass eben halt es häufig eine Korrelation gibt zwischen diesen pränatalen, perinatalen Erfahrungen, aber auch zwischen den Erfahrungen den Erfahrungen der Vorfahren und eben, dass das auch Türöffner sind für die transpersonale Dimension, die also über uns selbst hinausreicht, was wir eben auch als Spiritualität bezeichnen würden. Grof hat für diese Erfahrungen den Begriff Coex geprägt, Condensed Experience. Ja, da gibt es, wie gesagt, eben viel Parallelen zu dem, was wir heute als Epigenetik bezeichnen würden. Von ihm nochmal ein Zitat: Die Erinnerung an die schreckliche und höchst unangenehme Situation, der wir bei der Geburt ausgesetzt waren, bleibt in unserem Organismus lebendig. Sie übt zeitlebens einen sehr nachhaltigen Einfluss auf uns aus, sofern sie nicht voll bewusst gemacht und in der inneren Selbsterforschung durchgearbeitet wird. Vieles, was wir im Leben tun und wie wir es tun, lässt sich als verspätetes Bemühen begreifen, mit dieser unvollständigen Gestalt der Geburt und der damit verbundenen Furcht vor dem Tod fertig zu werden. Ja, da haben wir ein Leben lang mit zu tun. Und das wäre jetzt mal so ein Beispiel, ne? Also jemand hat eine Erstickungserfahrung während der Geburt gemacht, hat zum Beispiel die Nabelschnur um den Hals gehabt. Und Geburt ist ja auch nicht gleich Geburt. Es gibt Geburtsprozesse, die laufen relativ gut ab, relativ schmerzfrei ab für Mutter und Kind. Und ist auch mal die Frage, ob es das erste Kind ist oder schon ein zweites oder drittes. Und dann gibt es eben Geburtserfahrungen, die halt sehr dramatisch sein können, wo es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht. Oder zumindest gefühlt darum geht. So, und diese Coex-Qualität ist jetzt eben, dass diese Erstickung sich wiederholt. Also dann wird dieses alte Potenzial entfrüht, also was man da jetzt während der Geburt hatte, was man schon inhärent jetzt in einem angelegt hat, oder was, wenn man jetzt noch weiter zurückgehen wollte, könnte man sagen, irgendein Vorfahre oder die eigene Mutter vielleicht sogar sowas erlebt hat. Und jetzt mache ich selber Erfahrungen in der frühesten Kindheit, ja, zum Beispiel bei Keuchhusten, Verschlucken und so weiter. Oder irgendwie dann im Wasser, wenn man dann gedöppt wird, ja, also durch Verschlucken von Wasser oder irgendwie in den Gartenteich fallen als Kind, ja, oder beim Schwimmen erste Erfahrungen gemacht hat, die nicht so positiv waren, ja, weil man einfach reingeschmissen wurde und dann Panik gekriegt hat. Das sind alles auch im Grunde qualitativ traumatische Erfahrungen, potenziell zumindest. Und das wiederholt sich dann quasi, es reinszeniert sich. Ja. Oder wenn man dann in der Schule in den Schwitzkasten genommen wird, beim Sport oder sonst wo auf dem Schulhof und irgendwie da einem die Luft abgedrückt wird oder hinterher irgendwie als junger Mensch was erlebt, ein Überfall, ein Angriff von einem Erwachsenen vielleicht oder einem anderen Jugendlichen.
Ja, und es gibt natürlich auch diese transpersonalen Erfahrungen beim Atmen, habe ich ja gerade gesagt, wo diese Erfahrungen wiederum Tor zu sein können, dass Menschen auf einmal dann Erfahrungen machen, dass sie von einer Würgeschlange, wie so Boa Constrictor, zerquetscht werden oder im vorletzten Jahrhundert auf einmal aufgeknüpft werden irgendwo. Solche Fälle hat Stan Grof ja auch beschrieben. Ja, und da gibt es eben auch, wie gesagt, diese Parallele zur Epigenetik und transgenerativen Traumatisierung der Vorfahren. Genau, das deckt sich auch alles so ein bisschen mit dem, was Jung mal beschrieben hat als die Ebenen des Unbewussten, wo wir also diese Grundenergie haben im Hintergrund, die jetzt so hier im Hintergrund liegt, unten dieses Gestreifte, was mit H bezeichnet ist und was quasi die ganzen anderen Ebenen durchdringt bis zum Gipfel oben hin zum A hier in dem Fall. Und der Gipfel ist eben das Individuum. Und dazwischen haben wir halt all die Ebenen, die wir so haben, also die tierischen Vorfahren, die menschlichen Vorfahren, die größere Gruppe, die Nation, die kleinere Gruppe, im Grunde der Clan und die Familie. Und in stark veränderten Bewusstseinszuständen öffnet sich das Bewusstsein für diese größeren Gruppen. Und es geht sogar noch über die tierischen Vorfahren zum Teil hinaus, dass Menschen eben Erfahrungen machen von Pflanzen oder Steinen, Kristallen etc. oder hinterher sogar in ein universales Bewusstsein hineingehen. Da gibt es eben verschiedene Phänomene auf der Körperebene, die da auftauchen können. Ein Klassiker ist eben Zittern und Vibrieren, was auch traumatischer Stress sein kann oder eben Aufregung, Erregung, ist klar. Mit diesem Zittern und Vibrieren, damit arbeiten wir ja in verschiedenen Traumatechniken, zum Beispiel dem TRE oder beim Somatic Experiencing wird damit auch gearbeitet. Das TRE aktiviert das ganz gezielt auch. Das ist eine ganz schöne Entdeckung, dass ja im Grunde Wildtiere, Säugetiere in der Wildnis diese traumatischen Symptome, PTSD-Symptome etc. nicht haben, obwohl die eigentlich täglich traumatischen Erfahrungen ausgesetzt sind. Und die vibrieren und zittern das eben ab. Ja, und das kann halt im Atmen auch kommen. Ich finde das immer sehr günstig, wenn Menschen damit auch schon Erfahrungen gemacht haben hier in der Praxis und das quasi können, sage ich mal. Also wenn ihnen diese Fähigkeit zu zittern und zu vibrieren zur Verfügung steht, dann aktiviert sich das häufig im Atemprozess selber nochmal wie von alleine. Ja, dann haben wir häufig auch so Energieschübe oder Hitze. Das wird auch als Kundalini bezeichnet im Yoga. Das heißt, dass auch einfach Energie, die gestaut ist, sich entladen kann. Die Tetanie, das hatten wir schon, das kann aber auch als Erstarrung im gesamten Körper oder in der Psyche oder im Energiesystem erlebt werden, wie Kälte, ja, und weitere Anspannung. Oder es geht eben in was Lustvolles, Ekstatisches rein, ja, wo einfach so eine sexuelle Lebensenergie auch sich wieder Bahn bricht, so, ja. Das ist alles in Ordnung, das darf im holotropen Atmen alles sein. Der Deal ist hier jetzt halt, dass man keine sexuellen Handlungen da im Workshop als solches vollzieht und nicht irgendwie auf irgendwelche anderen Leute da losgeht. Ja? So, und dann gibt es auch so spontane Körperhaltungen oder Gesten und Bewegungen, die teilweise an Asanas und Mudras erinnern. Ja, das zeigt sich immer wieder, auch bei Leuten, die überhaupt nichts mit der yogischen Tradition zu tun haben. Dann natürlich sehr häufig komplette Schmerzfreiheit oder Auflösung von Schmerzen. Dann auch, dass Schmerz wieder hochkommt, der total unbewusst war. Ja, das ist auch der Gegenpol dazu. Es kann beides passieren. Es gibt sehr tiefe yogische Schlafzustände. Also es wird manchmal von Leuten gesagt, ich habe nichts mitbekommen, ich habe geschlafen. Das ist bei zigtausend Watt Sound und bei einer Geräuschkulisse drumherum, die manchen vielleicht irgendwie an Irrenhäuser oder an Bordelle erinnern mag. Also das ist eigentlich relativ schwer möglich, dort mittendrin zu liegen und dann zu schlafen. Also das ist eigentlich unmöglich, denke ich. Und das sind eher Phasen von tiefer Regeneration. Und wenn man mit Leuten hinterher spricht, zeigt sich das häufig auch, dass der Ja, dass die eigene Intelligenz da einen Weg findet, das quasi zu nutzen. Das ist im Grunde eine Art innerer, ja, wir nennen das den inneren Heiler,
der dafür sorgt, dass das Richtige passiert. Und wenn jemand sowieso zum Beispiel schon so eine Art Burnout hat oder total erschöpft ist, dann ist das auch das Sinnvollste, was in dem Moment passieren kann. Gut, es gibt auch so Zustände, die sehen von außen aus wie ein Atemstillstand. Das ist in der Regel zu 99,9% aber nicht der Fall. Also da wird der Atemfluss einfach stark reduziert. Oder es kann natürlich sowas kommen, wo irgendwas auch hochkommt und derjenige selber nach Luft ringt oder am Würgen ist oder etwas ausspucken muss. Ja, das macht man ja im Schamanismus dann auch, dass man Dinge rausbringt. Das kann zum Beispiel mit so einer Coex, wie wir das gerade gesehen haben, mit dem Ersticken zum Beispiel auch zusammenhängen. Gut, dann gibt es auf der psychischen Ebene natürlich allerhand Phänomene, wo einfach starke Emotionen hochkommen, wo man wirklich eine hohe Sensitivität hat. Man kann Zeitregressionen erleben oder auch Progressionen. Zeit ist ja sehr relativ im holotropen Zustand, das merkt man dann ganz deutlich auch. Ja, Hyperamnesie, das bedeutet, das gibt es bei der Hypnose ja auch, dass man verstärkte Erinnerung hat an Dinge, die mal gewesen sind, die man schon lange vergessen hat. Kann auch was mit den Filtern zu tun haben, die wir vorhin besprochen haben. Dann, dass man auch sehr identifiziert ist, bis hin zu wirklich einem authentischen Miterleben. Im Grunde von den Gefühlsdimensionen und Emotionen ist da so ziemlich alles möglich mit einer gewissen Verstärkung, ähnlich wie bei psychedelischen Substanzen, wo diese Qualitäten des Erlebens dann eben auch verstärkt werden. Ja, viele erleben aber auch einfach so eine Art sein dürfen, Verbundenheit und so ein intuitives Verstehen von Fragen, die man bisher hatte in Bezug des eigenen Lebens oder des Lebens an sich. Ja, so ein spontanes Verstehen, könnte man auch sagen. Und für viele ist es auch so ein Feld, wo sie sich mal schamfrei einfach so voll ausdrücken können, wie sie immer schon wollten und nie konnten. Genau. Ja, das damit einhergehen auch Flow-Zustände im Grunde, ja, wo man halt wirklich so ganz eins ist, was Mihaly Csikszentmihalyi als Glück dann beschrieben hat. Und das geht so nahtlos über in diese sogenannten spirituellen Phänomene oder transpersonalen Phänomene, wo man eben über Erfahrungen des eigenen Lebens hinausgeht, wo man auch in Kontakt kommt mit Themen der Ahnen oder Vorfahren oder eben mit inneren Helferwesen, wie ich gerade schon sagte, auch mit anderen Qualitäten des Lebens. Das kann auch in so eine archetypale oder archetypische mythologische Identifikation gehen, auch völlig kulturfremde Symbole oder Charaktere, wenn man die dann hinterher sich nochmal anschaut, stellt man fest, das hat dann auf einmal doch viel mit einem zu tun. Menschen, die auf einmal spontan Laute oder Wörter aussprechen, die sie gar nicht kennen, ja, es gibt es auch. Und dass eben Synchronizitäten verstärkt auftreten, also da gehe ich gleich nochmal drauf ein, also dass eben Dinge passieren, ja, die auf einer symbolischen Ebene das widerspiegeln, was gerade in einem los ist und wo verschiedene Sachen zusammenkommen, die einfach auf einer Bildebene sehr gut passen, zusammenpassen. Ja, ja, genau. Und häufig gibt es auch so eine Art Ehrfurcht einfach vor der Schönheit des Seins an sich. Und es gibt so manchmal auch so Ebenen, so Metaebenen, wo man dann wie von oben drauf schaut. Manche Leute haben auch so ein Gefühl, wie aus dem Flugzeug oder irgendwie von irgendwo aus dem Universum auf die Welt zu schauen und auf einmal zu erkennen, zu sehen, wie trivial auch viele Konflikte und Probleme sind, die wir hier so Tag ein, Tag aus im hylotropen Bewusstsein haben. Genau. Ja, also Jung hat sehr stark mit diesen Dingen auch gearbeitet. Er sagte, geht die Regression weiter über die Kindheitsphase hinaus, das heißt in vorbewusste, in Klammern pränatale Phase, so treten archetypische Bilder auf, welche sich nicht mehr mit Individualerinnerungen verbinden, sondern zu jedem Schatz ererbter Vorstellungsmöglichkeiten gehören, welche mit jedem Menschen wiedergeboren werden. Hier entstehen nur Bilder von göttlichen Wesen, die teils menschlicher, teils göttlicher Natur sind. Ja, das ist ja Jungs Konzept gewesen, oder ein Teil seines Konzepts gewesen eben, mit den Archetypen, und einer davon könnte auch der innere Heiler sein. Das ist eben diese Instanz in uns, die dafür sorgt, dass wir Erfahrungen machen, die wir auch verarbeitet bekommen, dass wir Erfahrungen machen, die wichtig für uns sind, um offene Gestalten zu schließen, um etwas ganzer zu werden,
um mehr in unser Potenzial zu kommen. Und wir gehen davon aus, dass eben genau das, was jetzt richtig und wichtig ist, kommt. Und wenn jemand meint, es kommt nicht das, dann ist genau das jetzt richtig und wichtig. Vielleicht hatte er oder sie eine zu große Erwartungshaltung dabei, zum Beispiel. Ja? Oder wenn etwas kommt, wo jemand das Gefühl hat, wow, das ist jetzt aber schon ordentlich, ja, dann scheint es auch so zu sein, dass in der Psyche diese Instanz dafür sorgt, dass es jetzt mal angeschaut wird. Weil das Gefühl da ist, dass das Setting gut ist und die Ressourcen dafür da sind, das zu durchleben jetzt. Also in diesem Zusammenhang könnte man auch von posttraumatischem Wachstum sprechen. Ja, diese archetypische Intelligenz spielt da sicherlich auch eine Rolle, was Jung eben ja, ins Leben gerufen hat. Also der Archetyp ist etwas Urbildhaftes, also wir können sagen, es sind zeitlose Abbilder von irdischen oder numinosen Ereignissen, die eben nicht konkret definierbar sind, sondern eben halt in Form von Bildsprache, Symbol und Gleichnis etc. beschrieben werden können. Sie sind immer auch rätselhaft und doppeldeutig. Ja, also hier sieht man zum Beispiel Zeus und den Wolf, also dass da diese beiden Gestalten, die, also der Wolf wird ihm ja auch zugeschrieben. Ja, also dieses Archetypische, das finden wir eigentlich in allen Kulturen wieder. Und ja, diese archetypischen Zusammenhänge und Elemente, die zeigen sich im Grunde in besonderen Momenten qualitativ, kann man sagen. Wie so Inseln tauchen die auf. Das heißt also, die sind ja, in solchen holotropen Zuständen auch besonders zugänglich. Und es ist wichtig, dass wir sie dann eben auch würdigen und ernst nehmen und zulassen, auch wenn sie uns vielleicht abwegig erscheinen. Zum Thema der Synchronizität mal zwei Beispiele. Ich hatte zum Beispiel eine Sitzung facilitiert mit einer Atmerin aus den USA, in Spanien war das, und die hatte eine ganz tiefe Erfahrung mit Delfinen und konnte damit erstmal gar nicht so richtig was anfangen. Und als wir nachher draußen, nachdem alles vorbei war und sie ihr Bild gemalt hat und so weiter, nachdem wir dann draußen am Strand da entlang gelaufen sind, an der Bucht, schwommen da auf einmal Delfine durch. Und wir haben beide, also ich habe die erst gar nicht gesehen, sie hat die zuerst gesehen und rief, hey, look, there are dolphins, und war völlig außer sich. Ich war auch etwas perplex, weil ich war da schon zigmal, auch länger, und ich habe nie Delfine da gesehen, vorher und hinterher nicht. Ja, aber genau in dem Moment, wo sie rauskommt und guckt aufs Meer, sieht sie die Delfine. Ja, das ist zum Beispiel sowas, was man als Synchronizität bezeichnen kann. Oder das ist ein eigenes Mandala von mir rechts, wo ich eine ganz starke Erfahrung hatte, als wenn ich ein Indigener wäre, der im Urwald am Trommeln ist und von einer riesigen, farbigen Schlange ja, gefressen wird quasi, verschlungen wird. Und das ist so dieser Moment davor. Und das war einer meiner ersten und intensivsten Atemprozesse vor 12 Jahren oder so. Und damals hatte ich mit Ayahuasca zum Beispiel noch überhaupt nichts am Hut, habe da mich auch nicht mit irgendwie größer beschäftigt, oder ich hatte mal ganz am Rande da irgendwie von gehört, aber das war nicht so bei mir auf dem Schirm gewesen. Ich habe mich da später dann im Rahmen mit Selbsterfahrung mit beschäftigt. Das war dann aber einige Jahre später erst. Und als ich dann 2010 auf einmal im Urwald saß in Ecuador und musste da nachts auf diese Trommel hauen, da hatte ich so ein Flashback. Also da hatte ich einen totalen Flashback zu dieser Situation, weil das war für mich so abgefahren, dass ich ja, also 4 Jahre vorher, 5 Jahre vorher diese Erfahrung gemacht habe, und die hat sich dann dort in diesem Urwald auf einmal wiederholt, wo ich bei den Shua-Indianern war. Auch mit der Schlange, das hat sich da auch wiederholt, nur eben dann durch Ayahuasca, und Ayahuasca wird ja auch als Schlange bezeichnet, wie man das rechts sehen kann, ist es ja eine Liane, die einen Baum umschlingt, und sie hat so ein bisschen was von dieser ja auch DNS-Doppel-Helix, da hat Jeremy Nabi ja auch drüber geschrieben.
Ja, also das mal so zwei Beispiele. Also es kann durchaus sein, dass dort Sachen hochkommen, die dann eben sich im Leben hinterher tatsächlich quasi ereignen und die eine wichtige Rolle spielen danach im Leben. Ja, Grof hat das unterteilt, diese Prozesse in verschiedene Stufen oder perinatale Matrizen. Und die erste, das ist eigentlich die, wo man sagen muss, da geht es einem richtig gut. Da ist man im Mutterbauch. Ja, man ist eins mit der Mutter im Idealfall, ja, wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, dann ist das irgendwie so ein vergifteter Uterus, wo man die ganze Zeit irgendwie am Kämpfen ist und nicht richtig zu Hause sich fühlt oder sich sogar bedroht fühlt, wo man vielleicht sogar raus möchte. Ja, und da gibt es eben halt jetzt so positive und negative Aspekte, die sind hier mal beschrieben. Ich habe die ja auch schon öfter mal auch benannt in verschiedenen Vorträgen und Videos. Kann man auf der Homepage zu dem Artikel nochmal alles nachlesen. Genau, also wenn es gut läuft, dann ist das wirklich so ein Zustand von Einssein, von ozeanischer Entgrenzung. Das ist wie so eine mystische Erfahrung, könnte man auch sagen, Erfahrungsqualität. Und das ist wirklich was Erfüllendes, ja, wie wirklich einfach pure Harmonie. Venus, Aphrodite ist da sicherlich eine gute Metapher für. Ja, und wenn das eben nicht so ist, dann erlebt man auf einmal eine gegenteilige Qualität, also die eben wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, auch destruktiv ist, wo man vielleicht Bilder hat von vergiftetem Wasser oder versputzten Seen, die Selbst- und Fremdwahrnehmung überschwimmt. Man hat vielleicht auch Ekelgefühle oder das Gefühl, vergiftet zu werden. Da gibt es auch Parallelen dann zur dritten Matrix zum Teil, wenn man das Gefühl hat, es geht um Kräfte, die von außen sind, die destruktiv sind. Genau, ja, das ist also sehr ambivalent. Ne? Das ist sehr ambivalent. Und diese Ambivalenz könnte man vielleicht auch mit in Verbindung bringen mit Damokles, dem das Schwert ja in dieser hochambivalenten Situation über dem Nacken baumelt und sobald er da irgendwie was falsch machen würde, dann wäre sein Haupt quasi weg. Und auf der einen Seite lebt er im königlichen Luxus und auf der anderen ist er eben lebensbedroht. Ja, und wenn das nicht integriert wird, können da eben verschiedene Thematiken daraus entstehen. So sagt Grof zum Beispiel, dass Leute nie ins Leben kommen oder total hedonistisch sind. Sicherlich ein Thema, was wir heute auch sehr häufig haben, gerade Social Media und so weiter. Oder dann in Drogenmissbrauch absinken und oder ständig auf so einer Suche sind nach einer heilen Welt. Oder eben auch klar diese schizophrenen Psychosen, paranoide Symptomatiken, die aber wiederum Ausschlusskriterium sind für solotrope Atmen. Genau, die zweite Variante, da ist es dann, ja, da wird es dann unangenehm. Das ist also die zweite Matrix, so sagen wir, wo es ja im Grunde qualvoll wird, weil die Mutter im Grunde mit dem Kind sich in einer asynchronen Dynamik befindet. Das heißt, die Wehen setzen ja ein, das Kind wird quasi zusammengedrückt und Kilos pressen auf das Kind im Grunde von der Mutter, von den Energien der Mutter. Und der Muttermund ist aber noch nicht offen und ist noch verschlossen. Und das heißt, ist eine Situation absoluter Ausweglosigkeit. Da ist auch nicht wirklich was Positives dran zu finden. Das wird im Grunde von den Menschen als totale Krise erlebt. Das kann auch also symbolisch auf verschiedenen Ebenen sich darstellen, auf so einer inneren Erfahrungsebene. Es kann sich aber auch eben im Außen natürlich als so eine Situation ereignen, die eben so hoffnungslos erlebt wird. Und das wäre dann auch ein Spiegel für diese Qualität der zweiten Matrix. Also die Matrizen sind nicht nur jetzt die Geburtserfahrung, sondern es sind eben auch Metaphern dafür, wie wir dann im Leben bestimmte Dinge nachher, reale Situationen im Leben erleben und auch durchleben. Und das ist ja die Erkenntnis von Grof, je nachdem, wie die Geburt verlaufen ist, gehen wir im Leben damit eben mehr oder weniger kompetent und souverän eben halt um. Ja, das können hier wirklich ganz brachiale Erfahrungen sein, wie verschlungen werden oder auch gefangen sein, Folter, apokalyptische Erfahrungen und so weiter. Da gibt es eine enge Verbindung, denke ich, zum Saturn-Archetyp. Oder der Moment, wo der Sisyphos, wo ihm der Stein wieder wegrutscht,
Und diese, ja, einfach diese Sinnlosigkeit, diese Frustration dabei ganz, ja, ganz deutlich kommt. Menschen, die also, die da drin hängen, die haben dann eben durchaus auch wirklich mit schweren Depressionen zu tun. Man könnte sagen, das ist die Fixierung auf den Aspekt des Todes, ja, zu starke Fixierung auf diesen Aspekt. Wie wir am Anfang schon gehört hatten, geht es dabei also ja, häufig auch bei Menschen, die dann Suizid begehen, um diesen Aspekt, ja, dass die hier drin quasi stecken geblieben sind. Genau. Aber wie gesagt, hier unten auch schizophrene Psychose, endogene Depression sind im klassischen holotropen Setting eher, nicht eher, sind Ausschlusskriterien. Ja, also in den 70ern hat man da zum Teil mitgearbeitet, da gab es aber noch ganz andere Settings, gerade auch in den Kliniken und teilweise 24 Stunden rund um die Uhr Begleitung. Ja. Genau, und die dritte Matrix, das ist jetzt so dieser Bereich, wo der Kampf losgeht. Ja, das ist ja der kleine Herakles, wie er da mit der Schlange kämpft oder die Titanen hier. Das ist also diese Phase, wo dann die Mutter-Kind-Dynamik eben synergistisch wird. Das heißt, das Kind, der Muttermund öffnet sich ja, das Kind kommt in diesen Geburtskanal hinein und jetzt kommen mit den Wehen eben diese Prozesse, dass das Kind mit der Mutter quasi ja, sich gemeinsam da durch diesen Geburtsprozess durchkämpft, in Anführungsstrichen kämpft. Menschen, die da eben halt Erfahrungen gemacht haben, die wiederum ungünstig waren, ja, die erleben auch hier wiederum alle möglichen Formen von, ja, ich sag's mal, ungünstigen Erfahrungen, können aber auch Erfahrungen sein, die in so einen Bereich gehen, der eben halt mit der Unterwelt zu tun hat oder mit dem Unbewussten oder auch mit Sexualität. Wenn dort also Vorlieben hinterher bestehen in Bezug auf Urin oder Kot zum Beispiel, also auf Exkremente, dann kann das sein, dass diese Dinge mit dieser dritten Matrix zusammenhängen, dass da etwas nicht abgeschlossen worden ist im seelischen oder psychischen Bereich. Ja, hier finden wir letztendlich ganz viele Mythen wieder, wo es immer wieder so um diesen Kampf geht und das Durchgehen und ja, dieses die Selbstaufopferung, ja, also Menschen, die das im Grunde nicht vollenden, die haben hinterher häufig auch im Leben ein Verhalten, das dazu führt, dass sie sich immer wieder in Gefahr begeben, also auch zum Beispiel Leistungssport, Extremsport machen, die immer wieder an Grenzen gehen, wo es schon fast um Todesgefahr geht oder auch um Aggression geht oder ja, Selbstaufgabe geht. Oder die wirklich ja auch einen Drive haben, sich irgendwie so aufzugeben in spirituellen Sekten oder bei Gurus, sich da missbrauchen lassen und so weiter. Das kann also dann mit dieser dritten Phase zusammenhängen. Die vierte ist dann die, wo es letztendlich dann ja, rausgeht, also wo das Kind quasi geboren wird, in die Welt kommt, also die letzte Phase jetzt und wo dann auch die Abnabelung stattfindet. Das kann auch teilweise wie so eine mystische Erfahrung oder wie so eine Wiedergeburt dann sein. Deswegen auch der Phönix hier unten, das ist ja bei Stanislav Grof oder beim Spiritual Emergence Network auch so ein Symbol. Ja, das ist, wird für manche Leute als zufälliges Entkommen auch oder Überleben erlebt und für andere hat es wirklich was, ja, wie soll ich sagen, sowas Heroisches jetzt da rauszukommen und wie, oder was Sakrales, ja, wo man wirklich so eine Vision hat von wiedergeboren werden, ja. Und das, da gibt es sehr viele Bilder und Metaphern auch für, sowohl in der Alchemie als auch im Tantra oder ja, in vielen schamanischen Kulturen einfach gibt es auch dafür sehr viele Metaphern vom zerstückelt werden, zerkocht werden und so weiter. Genau. Also Menschen, die hier das nicht gut integriert haben, die kommen häufig dann in so ein Sendungsbewusstsein. Kennt man vielleicht auch, dass da jemand ist, der einen ständig zu irgendwas bekehren will. Ja, oder da meint, die ganze Welt mit retten zu müssen. So ein spiritueller Narzissmus, wo dann auch einfach die Erdung fehlt, wenn das nicht gut integriert ist.
Ja, also oder eben eine bipolare Störung, ja, was wiederum auch jetzt ein Ausschlusskriterium wäre fürs Atmen. Genau, ja, grundsätzlich fürs Atmen, für den Atemprozess als solches ist Sicherheit für uns immer das Wichtigste. Das heißt, also erstmal wird die Anamnese gemacht. Ist klar, wenn da bestimmte Dinge drauf sind, kann sein, dass eine Teilnahme eben nicht möglich ist. Dann sollte eine grundlegende Gesundheit vorhanden sein. Das heißt also, Sport sollte möglich sein und man sollte eben auch eine gewisse Grundstabilität mitbringen in der aktuellen Lebenssituation. Das heißt, man sollte über Ressourcen verfügen, die es einem möglich machen, bestimmte Erfahrungen auch zu integrieren. Ja, wenn man jetzt in einer totalen Megakrise ist, ist das gerade vielleicht eher nicht die richtige Methode. Dann geht es eher darum, dass man Dinge macht, die einen eher top-down-mäßig regulieren und strukturieren und stabilisieren. Gut, dann ist die mentale Vorbereitung ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, es geht um Eigenverantwortung, um Forschergeist, um sich einlassen und auch Erwartungen loslassen können. Also sich den Selbstausdruck erlauben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn der im Kopf immer die Stimme sagt, nee, nee, das kannst du nicht machen, kannst du nicht bringen und so, dann, ja, dann ist schon schwierig. Also wirklich so ein Letting-Go-Prozess, könnte man auch sagen. Das Nicht-Tun-Tun, ja, aus dem Vipassana oder dem Zen, das ist auch wichtig, einfach in einer Haltung des Hier und Jetzt zu sein, sich entspannen und zu atmen. So, wir sorgen im Grunde im Vorfeld und dabei für einen sicheren Platz. Da gibt es dann ja auch die Begleitung für. Das heißt, in jedem Fall wird der Kopf immer zuerst gesichert von uns und den Begleitern. Der Begleiter oder wir auch, der eigene Begleiter hat eine Haltung von eben von Wertschätzung und Nichtbewertung. Natürlich die Hygiene, das ist auch wichtig. Dafür gibt es dann die Taschentücher und die Beutel. Und ja, der Begleiter hält eine Haltung eben von Achtsamkeit und Präsenz. Ganz wichtig für den Atemprozess ist Stopp. Das Wort Stopp, es bedeutet Stopp und zwar sofort und zwar für den Begleiter und für uns auch. Also das heißt, wenn wir irgendwie Körperarbeit machen und da kommt jetzt das Wort Stopp, dann hören wir sofort auf. Andersrum dürfen wir das natürlich auch sagen, wenn irgendwas zu wild und zu heftig wird. Im Anschluss kommt es dann zu einer Integration. Phase, die sehr wichtig ist für uns. Da wird dann eben die wichtigste Kernerfahrung auf ein Bild gebracht, wie man das gerade zum Beispiel schon gesehen hat vorhin. Das nennen wir Mandala oder ja, es muss auch nicht ein Kreis sein, es kann auch das ganze Bild sein, das ist egal. Das Wichtige ist, dass es eine Kernerfahrung ist. Und dann arbeiten wir manchmal noch mit Rundatmen, dann am nächsten Tag dann oder weiterer Körperarbeit. Das ist aber nicht klassisch holotropes Atmen. In dem Fall. Und ja, was klassisch ist, ist das Sharing und die Abschlussrunde, das ist klassisch. Man sollte danach auch was essen und vielleicht mal in die Natur gehen. Im Sommer am Bodensee kann man auch sehr schön in dem See schwimmen. Das ist sehr gut dafür, auch für die Integrationsarbeit. Ja, und anschließend bieten wir eben noch Einzelarbeit an oder weitere Intensivtage und Online-Support hier vom Freiraum-Institut, wenn da weitere Dinge hochkommen. Handwerkszeug. Ist eine Matte, das ist einfach symbolisch. Die Matten sind durchaus dicker, die wir da haben. Dann eine Brille, also die einfach ja, für die Reizdeprivation sorgt und dafür, dass es dunkel ist. Dann haben wir hier verschiedene Schlagkissen und so weiter für die Abreaktionsarbeit. Und natürlich eben die Taschentücher und die guten Spucktüten, die dem Atmenden vor den Mund gehalten werden, wenn er was rausbringen will, rausspucken will. Ja, es ist besser, was rauszuspucken, als es runterzuschlucken, sagen wir immer. Der Prozess als solches ist, dafür ist einfach wichtig, wirklich zu atmen. Also ich meine bewusst zu atmen, ja, weil wir atmen ja sowieso immer, aber meistens unbewusst. Und hier in einen Prozess zu gehen, ich sage mal von mindestens einer halben Stunde, eher dreiviertel Stunde, wo man wirklich bewusst tiefer und schneller atmet als normal. Also, das hört sich dann etwa so an. Ja, es kann auch durch die Nase sein, das spielt keine Rolle. Das ist Geschmackssache. Es wird immer behauptet, dass es eine bestimmte Technik dabei gäbe. Das ist ein Trugschluss. Das stimmt so nicht. Genau.
Das Bild rechts ist ein bisschen ungünstig, weil da noch allerhand Schmuck dran ist, der sollte abgelegt werden. Wir sind dann da für auch Körperarbeit während des Prozesses, was meistens aber erst in der Ende der zweiten und dritten Stunde beginnt und ja, zum Ende hin. Falls am Ende noch Blockierungen da sind, machen wir auch mit den Leuten dann in Absprache eine gemeinsame Körperarbeit, die dazu führt, dass die Blockierungen gelöst werden können, die noch da sind. Das hat so ein homöopathisches Prinzip. Ja, also wir verstärken das und dadurch kann sich es dann letztendlich lösen. Wie gesagt, der Selbstausdruck hatte ich schon gesagt. Darum geht es letztendlich hierbei, sich es zu erlauben, alles, was ist, auch auszudrücken. Also atmen, tiefer und schneller, habe ich schon gesagt. Man lässt also die gewöhnlichen Pausen weg zwischen den Atemzügen und man atmet einfach so, wie es für einen gut ist. Also wichtig ist, sich nicht zu vergleichen. Es gibt immer Leute, die nebenan sich anhören wie eine 60er oder 50er Jahre Dampflok. Die schnaufen dann da rum und bei anderen hört man fast nichts. Also das ist im Grunde so, dass sich die Atmung nach einer gewissen Zeit automatisiert und unbewusst weiterläuft. Und das ist auch, ja, das ist dann eigentlich das, worum es geht, dass dieser Rhythmus, der dann kommt, letztendlich in eine Vertiefung des Erlebens führt, die wichtig ist oder richtig ist, auch in dem Fall. Im Vorfeld trifft der Atmende oder der Atmer oder die Atmerin eben eine Absprache mit der Begleitung über Signale, also ob berührt werden soll oder nicht oder ob der Raum komplett safe sein soll und nicht also freigehalten werden soll von Berührung. Dann kann man eine Absprache machen, wenn der Atmer vielleicht zu früh vergisst, nicht mehr zu atmen, dass der Begleiter ihn daran erinnert, sei es durch ein Voratmen oder durch eine Berührung. Dann es ist eben auch wichtig, dass Schwierigkeiten mitgeteilt werden, die möglicherweise da sind, die bekannt sind. Und ja, dass man eine Grundbereitschaft hat, mit dem zu arbeiten, was jetzt eben kommt. So, also wenn es möglich ist, sollte der Atmende auch um Unterstützung fragen. Das ist nicht immer möglich, das müssen wir manchmal auch intuitiv anbieten. Aber er oder sie kann immer jederzeit sofort auch sagen, dass es oder zeigen auch, dass es nicht gewünscht ist. Genau, und idealerweise 1,5 Stunden nicht zum Klo. Das ist, denke ich, auch von Erwachsenen zu erwarten, weil das ist einfach für den Prozess zum Reinkommen wichtig. Der Begleiter des jeweiligen Atmers hält in dem Moment die Aufmerksamkeit sehr wohlwollend, sehr achtsam und fürsorglich in der Haltung des Nichttuns. Dieses Dafür-Dasein für jemanden 3-4 Stunden, sich einfach ihm und seinem Prozess zu widmen, das hat auch eine sehr heilsame Erfahrung und das kann auch sehr tief sein von der Erfahrung her. Die kann manchmal noch tiefer gehen als der eigene Atemprozess. Die anderen auch zu sehen, wie die sich so zeigen, ja, hat was Befreiendes. Ja, dann geht man eben zusammen hinterher zum Mandala malen oder zum Essen im Anschluss. Man lässt auf jeden Fall den Atmenden direkt nach dem Atmen nicht allein. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn Körperarbeit notwendig ist, wird eben uns Bescheid gesagt. Das ist ganz wichtig. Da wird auch nicht mit irgendwelchen esoterischen Konzepten jetzt angefangen, mit deiner Energie mal harmonisieren oder ich massiere mal den Rücken oder so. Das ist dabei wirklich nicht gewünscht und auch nicht gewollt. Genau. So, die Körperarbeit habe ich gerade schon gesagt. Da haben wir grundlegend zwei unterschiedliche Qualitäten von Interventionen. Das sind erstmal die Nährenden. Das sind bei Leuten vor allen Dingen Interventionen, die zu wenig bekommen haben und Verlassenheitserfahrungen gemacht haben. Und dann eben halt eher aktivierende Interventionen, die dann dabei helfen, wenn etwas rauskommt gerade oder rauskommen will und nicht so richtig noch an der Kante ist, dem einen Ausdruck zu verleihen. Natürlich gibt es eben auch schützende Interventionen, die dazu dienen, dass derjenige selbst sich nicht irgendwie schädigt oder das Umfeld nicht schädigt. Und Interventionen, die helfen dabei, irgendwie einen Schmerz zu regulieren oder wenn jemand starke Spannungen hat oder Erstickungsgefühle hat. Es gibt natürlich bestimmte Bereiche, an denen wir nicht arbeiten. Ja, also das ist zum Beispiel sind die Augen oder jetzt die Geschlechtsteile oder eben Bereiche, die einfach oder der weibliche Brustbereich oder Bereiche, die einfach, wenn man da
jetzt arbeiten würde, dass da was, ja, da kann einfach was schief gehen, kann was passieren, Beispiel Kniescheiben oder der Schwertfortsatz beim Brustbein oder am Unterkiefer zum Beispiel, das im Eifer des Gefechtes wird da also auf keinen Fall dran gearbeitet, ja. So, die Integration hatten wir vorhin schon gesagt, das ist neben dem Ausdrucksmalen eben das Sharing und hinterher ist häufig auch sehr gut, ja, mit Gestaltarbeit zu arbeiten, also systemische Aufstellung, Psychodrama oder auch Focusing. Das hat Stan und Brigitte hatten das in Basel, als wir das Seminar da geleitet haben, in diesem Jahr auch nochmal betont, dass das im Anschluss eine sehr gute Methoden sind zur Integration auch. Natürlich sind alle Dinge, die einen kreativen Ausdruck fördern, sehr hilfreich und eben, wie gesagt, gutes Essen oder auch ein heißes Bad. Eigentlich alles, was einem gut tut. Man sollte im Anschluss definitiv gut darauf achten, mit wem man über die Erfahrungen spricht und wie man darüber spricht. Weil jemand, der die Erfahrung nicht gemacht hat, der hat möglicherweise voll den Bewertungsfilm laufen und das ist dann eher mitunter ungünstig, sich da so zu öffnen. Also, in diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Selbsterforschung und auch die für alle, die das holotrope Atmen probieren wollen, einfach die gute Wahl für ihre Begleitung. Es gibt ja mittlerweile immer mehr so Flatrate-Klamotten, mal eben so einen Abend irgendwo für ein paar Euro. Das ist sicherlich nicht Sinn des Erfinders. Auch gibt es immer mehr Hinweise bei YouTube, wie man das selber alleine macht und so weiter. Da raten wir komplett von ab. Das hat auch überhaupt nichts mit holotropen Atmen dann zu tun. Das ist irgendwas anderes, aber nicht holotropes Atmen. Weil das braucht eben dieses Setting, braucht die Begleitung und auch die Facilitierung für diesen sicheren Rahmen. Und wenn man sich jetzt einfach zu Hause allein auf die Matte schmeißt und ein bisschen hyperventiliert, hat das damit eher nichts zu tun. So, ja, also das nochmal so zum Abschluss. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Zeit, schöne Grüße und vielleicht sieht man sich ja mal auf dem einen oder anderen Workshop zum holotropen Atmen. Viele Grüße, Jörg Fuhrmann vom Freiraum-Institut in Stein am Rhein am Bodensee. Ciao, ciao.